Gutscheinmünzen Ein Mann kommt in ein Geschäft für feine Unterwäsche. Guten Tag, ich suche ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Gutscheinmünzen? Na sicher nicht, das ist ja völlig unpersönlich. Ja, Sie haben halt den Vorteil, dass sich Ihre Frau dann Ihr Geschenk in aller Ruhe selbst aussuchen kann. Tut mir leid, ich finde es furchtbar, wenn sich ein Mann nicht die Mühe macht, selbst etwas Passendes zu finden. Na gut, woran hätten Sie dann gedacht? Was gibt's denn für Möglichkeiten? Wir führen Dessous, Nachthemden, Mieder, Strümpfe. Ein Nachthemd ist gut. Haben Sie auch so schön bestickte Sachen aus Seide? Natürlich. Was hat denn Ihre Frau für eine Größe? Naja, vielleicht äh, 1,65 Meter. Na, mich würde eher die Kleidergröße interessieren. Ach so, ja. Ähm, keine Ahnung. Meine Frau hat ungefähr dieselbe Figur wie Sie, nur anders. Ich glaube, sie hat einmal was von 75 gesagt. Das kann aber nur die BH-Größe sein. Dann nehme ich heute eine BH. In diesem Fall müsste ich noch die Körbchengröße wissen. Körbchen? Die gibt man mit Buchstaben an. Was sagen Sie zu K? K ist unmöglich, da wäre Ihre Frau ein biologisches Wunder. Das ist sie ja auch, deshalb möchte ich ihr was Schönes schenken. Wie wär's denn mit einem tollen Nequichet? Da ist die Größe nicht so problematisch. Eine wunderbare Idee. Ähm, wie schaut denn sowas aus? Schauen Sie, dieses Modell in der Auslage gibt sie in einem bezaubernden Weiß, einem verführerischen Rosa und einem verträumten Blau. Das ist aber schwer zu entscheiden. Was hat denn Ihre Frau für eine Haarfarbe? Ja, also die Haare sind äh, blond, das heißt, sie spielen auch manchmal ins äh, Dunkelbrünette. Und die Augen, was ist sie für ein Typ? Ihre Augenfarbe ist. Ähm, <hört> hören Sie zu, Sie geben mir jetzt eine Schachtel Gutscheinmünzen und wir reden nicht mehr darüber.